Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 11. Mein Name ist Noi. Spielen mit Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Oh, 1. FC Köln ist Dritter. Das hat eigentlich auch nicht so schön. Oh, Bobo. Ja, Bobo. Oh, da geht eigentlich ziemlich ab. Okay, bei Hoffenheim 5 Spiele in Tor ist es nicht so besonders, aber auch nicht sehr schlecht. Ah, Petric mitnehmen wir. Ah, da würde ich ja so gesagt meinen eigenen, was ich ja gesagt habe, so gesagt, nicht so vertrauen, aber so. Also lasst uns beginnen. Aber jetzt, na gut, gegen Köln. Dritter. Die werden eine gute Form haben. Ich wäre verrückt. Barrios, Burini, jawohl. Faha. Ich wollte schon gerade sagen, Ecke. Oh, nee. Ach, ich hab's gewusst. Bah, Podolski. Ich werde ja verrückt. Du, Barrios. Burini. Zur Stelle. Jawohl. Der Burini ist groß. Aber eigentlich sind es von der Statur und vom Dings her eigentlich zwei gleichwertige Spieler. Also alle beide groß. Haben alle beide laut der Statistikpunkte hier einen gleichen Torriecher. Oder fast den gleichen Torriecher. Gut, Burini ist natürlich noch jünger. Aber ich meine mal, ein 18- oder 19-Jähriger mit einer Tore hier von 75 ist schon ganz schön stark. Ah ja, kommt ja von Chelsea, aber ist da noch nie so. Ja, 75. Kopfball 73, Beweglichkeit 79, Sprungkraft, gut, 1,85 ist nicht gerade groß. Aber ein Lucas Barrios 1,87. Na, 19, der kann ja vielleicht ein bisschen wachsen. Shinji. Lass mal da drin. Ich will mal einen Schwab bringen. Der alten Schwab. Ach, Frommlowitz ist bei Köln. Bei Köln im Tor. Auch nicht schlecht. Prima noch das Silber, hä? Für Grauer. Keiner noch eine Innenverteidigung. Jawoll. Burini. Alter Schwede. Also echt ein richtig starkes Spiel von denen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, mal Nuri noch rausnehmen. Kann ich bitte noch Nuri rausnehmen? So. Und irgendwie so und so. Perfekt.
gutes Spiel. Ja, Borini, das war schon echt stark. Ist ja fast Barrios geholt. Oh, was? Das wäre doch noch schön gewesen. Aha, okay. Super. Dann machen wir das. Ja, Shinji hier. Okay. Dann machen wir nochmal so. Ja, was sagt meine Zeit? Ja, ich denke mal, das Spiel vielleicht gegen Hoffenheim werden wir noch mit reinbringen. Ihre Mannschaftsführung bringt großen Anklang, aha. Ihre Spieler sehen sehr positiv, dass sie mit allen sprechen. Okay. Okay, gut. Schön. Oh, die SGD hat Interesse an mir. Nein, danke. Petric mal wieder mitnehmen. Oder mal Petric mal offensiv spielen lassen. Auch mal interessant. Na dann. Ach, Melzer. Was ist los hier? Geht ja gar nicht los. Aha. Jawohl, wieder Borini, oder? Ist ja mal übelst krass. Ja gut, dann müssen halt die jungen Wilden halt ran und ein paar Tore schießen. Santana bringen jetzt gerade. Ich bringe mal. Oder? Ne, der war da noch nicht. Müsste am besten noch jetzt klein drauf fallen. Aber man kann ja nun nicht. Ah, mit wen? Ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Dann mal nehmen wir mal Nuri raus, weil er ein bisschen an der Frische zu kämpfen hat. Schwab kann natürlich nicht links spielen. Apische kann nur links spielen, oder? Nee, kann er auch nicht. Ah, schlecht. Hm. Hm. Hm.
Ah, ich bring's mal zum Schwaben. Oh ne. Oh. Oh nö, was? Pferdekuss? Dann bringen wir Großkreuz. Das kann ich keinen mehr bringen. Ach, dein Papa, der lebt ja auch noch. Kommen noch mal irgendwie zwei, drei kleine Angriffe. Nein, haben sie nicht. Oh Mann. Schade. Hätte man auch gewinnen können. Oh, Schwab war doch nicht so schlecht gewesen. Ah, ein Tag, gut. Oh, ich hab eine Erbschaft. Rot? Ach, DP-Pokal. Schwab. Und wir haben mal noch. Wir nehmen mal die Idee mit. Und hier nehmen wir mal Kakao. Oder Bänder, Bänder, Mensch, der teilte Bänder. Hm, drei Spiele, drei Tore, eine Vorlage. Super. Gut. Sagt meine Zeit. Ja, mache ich wieder Schluss. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie viele Parts ich jetzt schon aufgenommen habe, aber okay. Sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.